Grüß dich. Die Menschen, die Jesus hören, merken, dass seine Worte haben große Kraft, dass er spricht mit einer Autorität. Und sie merken auch einen Unterschied zu anderen Gelehrten in den Schriften. Was macht diese Kraft aus? Was können wir daraus lernen? Ich glaube, dass vor allem, dass es diese Korrespondenz von dem, was Jesus sagt, mit dem, was er tut und mit seinem Herz und Motivation. Es kann sein, dass Schriftgelehrten suchen nach einer Wahrheit. Die suchen nach einer Wahrheit in den Schriften. Und tatsächlich, das, was sie sagen, die denken es. Aber das ist nicht aus dem Herzen unbedingt. Das ist etwas, was sie glauben wollen, was ihnen plausibel erscheint, was wie ein Wegweiser sein kann. Aber das sind nicht die Worte und Erfahrungen, die aus dem Herz strömen. Und die Menschen merken es. Und deswegen denke ich, was wir aus dieser Szene lernen können für unseres Leben, ist, dass anstatt die Worte von außen zu suchen und ja, sich von denen inspirieren lassen und die wiederholen, versuchen, dass diese zuerst uns selber verändern und erst dann aus dem Tiefen unseren Herzen rauszunehmen, die Worte, die tatsächlich das sagen, was wir sind, was wir glauben, was unsere Motivation ist. Also aus den Herzen heraus und nicht aus den, aus etwas, aus den anderen Quellen. Und manchmal wird es uns erscheinen, dass das, was ich dann zu sagen habe, hoch, vielleicht ist es nicht so groß, vielleicht ist es unbedeutend, so wie meine Kommentare. Also, es ist nicht eine extrem große, könnte man sagen, Kunst und die sind nicht etwas bewältigend vielleicht. Aber die nehme ich aus meinem Tiefen meines Herzens, aus meiner Erfahrung, aus dem, was in mir sich bewegt. Und deswegen denke ich, dass auch dieses kleine bisschen, was ich dann rausspreche, tatsächlich irgendwelche Bedeutung hat. Was denkst du dazu?